Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir... Sag es. Schöttbula. Genau. Oder Schöttbula oder Köttbula oder Köttbüla oder Büla. Also wir haben es uns gerade von Google vorlesen lassen. Ja. Anscheinend ist die erste Aussprache richtig. Wir machen schwedische Fleischbällchen. So. So. So, schwedische Fleischbällchen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Rindfleisch in diesem Fall, Zwiebeln, Brot. Hier habe ich frisch gemörsert. Pfeffer und wichtig ist Piment. Okay. Ja, Piment muss sein. Okay? Ansonsten ist das unserer Rindfleischpflanze sehr ähnlich. Also das ist gar nicht so großartig unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht, dass man da, wahrscheinlich gibt es regionale Unterschiede, keine Ahnung. Ich habe nur in Schweden Urlaub gemacht. Ich kenne es von Ikea. Ja, also wie gesagt, ich habe da nur Urlaub gemacht, habe es da gegessen, es war lecker. Es war ein Fleischbällchen. Ja. Ja? Nicht mehr, nicht weniger. Solide Fleischbällchen. Stabil. Stabil, Bruder. Stabil. Habibi. Habibi, hast du das? Ja, okay. Also, um dieses Gehackte vernünftig zu würzen, geht da jetzt rein, wie gesagt, ich habe das gerade schon gesagt, Pfeffer und Piment. So. Salz machen wir auch schon mal drauf. Bist du ein Pimentfreund? Nee. Okay. Nee. Ich halte das für ein äußerst gefährliches Gewürz, wenn man das zu viel nimmt, so wie Nelke, ja. Ich finde, Nelke ist auch ziemlich krass in der Aromatik. Und ich habe das nicht so gerne, muss ich gestehen. Ja. Also, wenn es dezent eingesetzt wird, um etwas zu unterstreichen, so wie in diesem Fall, ne? Also Hallo. Ein Kilo... haben wir jetzt hier zwei Pimentbeeren genommen und nicht mehr. Und mehr sollte da auch nicht gemacht werden, weil ich das persönlich jetzt nicht so gerne mache. So, Zwiebeln, circa 3-4 Esslöffel. Ja, komm her. So. Mittelmäßig fein gewürfelt, könnte man sagen. Für den Laien ist das schon relativ fein. Ja, gut, das stimmt. So. Milch habe ich hier auch noch. Die kommt gleich dazu und dann kommt diese Milch-Zwiebelmischung auf die Brötchen hier. Und dann weichen wir die Brötchen ein. So, wenn die jetzt so ein bisschen angeschwitzt sind, kommt da die Milch dazu. Dann lassen wir das aufkochen. Und dann kommt das da auf die Brötchen. Und dann kommt diese Brötchenmasse hier drauf. Dann kneten wir das ordentlich durch und formen Bällchen und die werden gleich gebraten. Fertig. Ja, und eine Soße. Und eine Soße, genau. Die Leute, ich weiß gar nicht warum. Ne? Es gab eine ganze Zeit, da mochte ich diese Soße überhaupt nicht. Ich finde die auch... Da muss man Bock drauf haben, ne? Ja, aber da musst du richtig Bock drauf haben, ne? Aber irgendwas macht das Möbelhaus mit einem, dass man hinterher immer Bock drauf hat. Ja, ich nicht tatsächlich. Okay. Also ich esse das da nicht gerne. Ist dann eher Fraktion Hotdog. Ich bin, genau. Und dann aber auch, ich kann mich da auch aufhalten, ne? Ja, kann man. Am Hotdog-Stand. Also ich meine, das ist so die Euro. Ja. Sind die kann immer noch so günstig eigentlich? Die waren ich weiß nicht. Ich war da schon, ich war auch schon lange ewig nicht mehr, da. Mehr. Das letzte Mal, als wir, sag mal so... als meine Tochter 1-2 Jahre alt war und wir so Do-It-Yourself-Möbel aus Ikea-Teilen dann gebaut haben. Was übrigens gar nicht blöd ist, ne? Nee, also so Tower, so Küchentower für die Kinder zu machen und so. Ja. Total super. Also meine Tochter hat das geliebt, ja. Oder so ein Spieletisch, den man hin und her fahren kann, ja. Und ein, ja, weiß nicht, so ein Regal umgedreht, Rollen drunter, oben eine Tischplatte drauf, auch von da. Also. Ja. Kann man viel mitmachen. Ja, ne? Super. Ja. Geht wahrscheinlich mit Pocomö. Wahrscheinlich aber auch. Ikea ist halt überall gleich. Ja, ne? Ist so, ja.
Man kennt es halt auch einfach. Ja, und wenn du ein Ferienhaus hast oder sowas, ja, und du brauchst irgendwas, wo gehst du hin? Du gehst zu Ikea. Ja. Ist einfach so. Nein, wir werden nicht bezahlt von Ikea. Aber von Poco. Aber von Poco und von Ostermann und XXXL Lutz. Ja. Weil ich Matthias Schweighöfer total super finde. Ist das so? Nein. Okay. Ich finde, das ist ein guter Schauspieler, aber... Auf jeden Fall. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Nicht? Also, aber er kann sich gerne mal vorstellen. Ja. Er kann mal hier hinkommen, kann mal zeigen, was er kann. Ja? Das ist herzlichst eingeladen. Ja, richtig. Matthias, wenn komm du einfach das, mal vorbei. Wenn du das siehst, bitte Matze, melde dich. Alten Wemser, wenn du bist. Ja? Ich zeig dir das, ich bringe dir das alles bei. Von Grund auf. Okay. Da drauf. Das sieht ja schon verboten lecker aus, jetzt schon. Ist so, ja. Ja. Brotsuppe mit Zwiebeln. Ja. Einfach jetzt ein bisschen Pfeffer noch drauf und dann einfach so servieren. Ja. So, aufsaugen lassen. Ein wenig abkühlen lassen, weil es wird... Sonst schmerzhaft beim Kneten. Genau. Bei den Flammen des Vesuves, es wird sehr heiß sein. Ist so. So, also ich habe vorhin noch was vergessen. Es tut mir leid, weil ich so in unserem Frikadellenwahn war. Eier kommt natürlich dazu und Senf kommt auch noch dazu. Es kommt dann nachher noch in die Soße. Und Petersilie. Ja. Wenn du möchtest, machen wir Petersilie. Ja, ich hätte sie jetzt nicht gebraucht. Du möchtest Petersilie haben? Ja, für die Optik. Ja? Soll ja auch Insta-tauglich sein. Ah ja, okay, gut. Dann mal gucken, ob wir gleich hier noch jemanden finden, der uns hier mal eben schnell besorgt. Ja. Ada, würden Sie mir ein bisschen Petersilie besorgen? Ja. Ja? Mittelscharfer Senf. Ich habe vorhin übrigens, ist hier mein Vater durchgelaufen. Mein Vater ist ja auch Koch, ne? Nicht vergessen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mal mit uns zusammen kochen würde. Nein, nein. Genug Show gemacht früher. Stimmt. Aber ich hätte das schon gerne. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet, ja, in den Kommentaren. Schreibt in die Kommentare. Wollt der Vater mal mitmachen? Hervorragender Koch. Wirklich. So, jetzt kommt die Petersilie noch. Das reicht, danke. Vielen Dank. Petersilie. Fein hacken. Wenn ich sage fein, dann meine ich auch wirklich fein. Ne? Also jetzt nicht irgendwie nur zwei, dreimal durchschneiden hier und dann aufhören. Nee, nee. Der Stefan, der hat mir jetzt hier Arbeit aufgebrummt, ja, weil er das gerne unbedingt da dran haben möchte. Ich insistiere. Ich auch wieder ratzfatz in der Leere, ne? Petersilie hacken. Ja, stimmt. Das ist ja so. Petersilie und Schnittlauch. Das war früher überall dran. Ja. Fürs Passblech schon alleine. Ja, fürs Passblech, für jede Brühe, für jede Suppe, für alles, was du angerichtet hast. Später ist man dann dazu übergegangen, hat man ein Strüsschen da dran gemacht. Ja, hast dann also den Petersilie, sag ich mal. Irgendwann war es dann keine krause Petersilie mehr, sondern nur noch glatte. Ja. Krause ging gar nicht, kannst du nicht mehr nehmen. Totaler Quatsch. Ja, also auch die krause Petersilie ist lecker. So. Sie schmeckt nach Petersilie. Ist, ja. Ja? Sagt ja der Name. Ja. Danke, Stefan. Gerne, Stefan. Wie immer eine Freude, Stefan. War doch noch nicht so kalt, wie ich dachte, der Quatsch hier. Deswegen rühren wir das mal schnell durch hier so ein bisschen, dass das sich angleicht. Von der Temperatur her, damit ich da auch mit der Hand dran gehen kann. Ja? Weil sonst, Stefan, weißt du, was passiert? Ja. Du verletzt dich wieder schlimm, ich muss dich wieder ins Krankenhaus fahren. Genau, ich werde einfach aufjaulen und werde sagen, Notruf, Notruf, wähl den Notruf. Oder ich sage, hol den André, der soll das hier zu Ende drehen. Ja. Nehmt keine Rücksicht auf mich. Lasst mich zurück. Lasst mich einfach zurück. Oh. Wollte abhauen. Hast du das gesehen? Habe ich gesehen. Aber du hast ja aufgepasst. Frechdachs. So. Und daraus drehen wir jetzt Bällchen. Keine Frikadellen.
Nein. Kleine, fleischfreche Bällchen. Also Schöttbulla übersetzt heißt wohl auch einfach Fleischbällchen, habe ich gesagt. Ja? Klops. Klops. Klöpschen. Ein kleines. So, schaut mal, so sehen die aus. Ein Traum. Ein Traum. Ein schwedischer Traum. Ich drehe das jetzt hier alles ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Braten. So, da sind wir wieder. So, guck mal, so sehen die aus. Ja, ich weiß, dem einen oder anderen fällt jetzt auf, da ist noch ein bisschen der ein oder andere Brotwürfel zu erkennen. Glaubt mir, das macht nichts. Wenn ihr das nicht wollt, nehmt ein bisschen Paniermehl. Also lasst das Brot weg und nehmt Paniermehl. Jetzt habe ich hier eine Pfanne, die einen hohen Rand hat, aufstehen, weil wir werden ja gleich auch noch die Soße ziehen. Die Soße besteht im Wesentlichen aus einer Mehlschwitze, dem Bratensatz der Fleischbällchen, Sahne und Senf. Das war's. Mehr ist das nicht. Ein paar Zwiebelwürfel noch, ne? Zwiebelwürfelchen, ja. Also für mich ist das immer, der Ansatz ist für mich immer der gleiche. Ne? Ja. Also gehen jetzt da rein und werden angebraten. Keine Butter nehmen wollt, könnt ihr auch normales Pflanzenfett nehmen. Fühlt euch da frei. Aber die Soße wird ja eh auch mit Butter gezogen, deswegen. Ja, also ich sag mal so, von den Allergenen her ist das jetzt hier ein Gericht, wo ich sagen würde, da müsste der ein oder andere Glutenallergiker, Laktoseintolerante nochmal, sollte der vielleicht nochmal überdenken, ob er das wirklich mitmachen möchte hier. Das Rennen. Ja, ja gut, ich meine, kann man ja alles anpassen, theoretisch. Kann man, selbstverständlich. Okay. So, wenn das so ist, wie die jetzt hier in diesem Fall, dass die relativ weich sind, als kleiner Hinweis, nehmt euch zwei Gabeln. Ne? Das geht am leichtesten tatsächlich. Gerade dann, wenn die so eng aneinander stehen. Ne? Alternativ könnte man auch die Masse vorher noch mal eine halbe Stunde kalt stellen, dann ist sie ein bisschen fester. So ist es. Ja, kalt stellen bedeutet dann, wenn ihr sie noch ein bisschen fester haben wollt, könnt ihr die auch ins Gefrierfach tun. Ne? Das geht auch, ja. Ja. Macht man auch mit Hefeteigen, um die nachher, wenn man die schneiden muss oder so, um die ein bisschen schnittfähiger zu machen, ist jetzt keine Schande. Ich brate die jetzt hier drin auch nicht zu Ende. Ne? Ich brate die an von allen Seiten und dann werden die nachher in der Soße werden die nachgegart. So wie das bei unseren Frikadellen mit Pfannensoße, die wir da auch schon mal gemacht haben. Ja, stimmt. Mhm. Genau so. Vorteil dabei ist halt, sie bleiben halt saftiger. Ne? Ja, und haben halt trotzdem schöne Brataromen. Absolut. Keine Röstaromen. Nein, nein, Brat, weil Röst ist ja ohne Fett. Ja. Wurden wir ja mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Man lernt nie aus, ne? Das ist nee. Willst du sagen, dass du die jetzt eben alle brätst und dann... Ja, Moment. Ja. So, ich brate jetzt alle hier zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich bei der Soße wieder. So, wir nehmen jetzt die letzten Bällchen hier raus. Jetzt wird in den Bratensatz, der da entstanden ist, noch mal ein Stück Butter hinein. So. Eine Zwiebel. Ich habe Rezepte mit Sojasauce gesehen, Stefan. Die lassen wir mal weg. Wir haben ja Brühe hier, ne? Ja, ja, ja. Klein wenig Mehl. Mit Brühe aufgießen. Warte, Weißwein erst. Ich mach da keinen Weißwein. Okay. So, willst du da, möchtest du Weißwein haben? Nein, das stand so. Ich hab's ja nur, ich sollte das für dich raussuchen. Ja, hast du gemacht. Überall, was ich gelesen habe, so war kein Weißwein. Ja, okay. Aber ich finde jetzt, Weißwein würde es nicht schlechter machen. Nee, das nicht. Aber ich habe Angst, dass wir dann Ärger kriegen. Vom Köttbullar KSK. Komm, ja, genau. Kommando Köttbullar. Ja. Soko Köttbullar. So, ein wenig Weißwein zum Ablöschen. Anschließend die Brühe dazu. Kochen lassen. Ein bisschen mehr Brühe. Bist du ein Freund von Preiselbeeren auf
deinem Köttbullar. Schon, ja. Ja. Kann man machen, ja. Köttbullar. Wolltest du noch mal Alina fragen, ob sie etwas Kartoffelpüree gleich hat? Damit du ein vollständiges Mahl hast, meinst du? Ja. Ja. Und, ja, und wir auch ein vollwertiges Foto haben, darum geht es mir natürlich. Ach so, ich meine, ich hätte das auch hier drin, wir hätten das auch hier in der Pfanne fotografieren können. Aber ein bisschen Preiselbeeren oben drauf wäre schön gewesen. Geht grundsätzlich auch, ja. Ja, aber ich denke, wir werden das mit den, ja, ich, das kocht er jetzt einmal hier auf und dann, ich frage es mal eben. Sahne geht hinein. Und Senf geht hinein. Ist schon von der Rezeptur her sehr nah an unserer Pfannensoße, die ja. wir gemacht haben. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Ja, ist halt letztlich einfach eine solide Rahmsoße, ne? Okay. Genau, ja, eigentlich schon. Jetzt geht es auch eigentlich nur noch darum, ein bisschen einreduzieren lassen und dann... Richtig, abschmecken. Ja. Ne? Und dann... Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Pfeffer. Ja. Und dann haben wir's. Wir freuen uns. Ja. Ja, hier passiert jetzt nichts. Nee. Das muss jetzt aufkochen, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir legen die Bällchen jetzt zurück. Die Soße fängt schon an, so ein bisschen schwerer zu blubbern. Und jetzt kommen die Bällchen wieder zurück. Auch dadurch kriegt die Soße nochmal richtig Power. Ne? Wichtig ist auch, die ordentlich da reinzulegen. Das ist ja, das ist, Entschuldigung, das ist halt meinem, wie sagt man das heute, neumodern, meinem innerlichen Monk geschuldet. Ja. Ne? Ihr müsst die nicht ordentlich da rein, ihr könnt die auch reinfeuern, wie ihr wollt. Das ist eure Sache. Aber ich finde, ich mag das, wenn das da drin ordentlich aussieht. Du nicht? Doch, ja. Stehe ich drauf. Siehste. Wusste ich doch. Wusste doch, du bist kein Verkehrten. Hör mal. Hör mal, Junge. Er blubbert jetzt hier noch so ein bisschen vor sich hin. Wir holen Preiselbeeren und dann richten wir an. So, da sind wir wieder. Jetzt nehmen wir das Püree hier weg. Das brauchen wir nicht. Guck mal hier. Uff, das ist heiß. Sieht das nicht schön aus, Stefan? Gefällt's dir denn? 6, 9 oder 12, bitte? Gefällt's dir denn? Ja. Schön. Also schön aussehen tut's auf jeden Fall. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass es lecker sein wird. Dann machen wir erstmal hier. Wie ist das nochmal? Bei Ikea gibt es immer so eine. Gibt's so einen Eisportionierer, so einen großen, ne? Da ja, genau. Dann so einen Schlag drauf, ne? Ja, ein Schlag. So. Das ist eine große Eiskugel jetzt. So. Ich muss mal einmal hier, wie bei der Lufthansa. Ja. Ne? So. Türmchen bauen. Bei Ikea gibt es ja daneben immer, ne? Ja, stimmt. So, mache ich dann auch so ein bisschen daneben hier so. Da noch. Zack, ordentlich Soße drüber. Oh, oh. Entschuldigung. So. Jetzt Preiselbeeren noch, ne, Stefan? Oder? Ja, ja klar. Also ich las davon, dass das wohl ein Muss ist. Ja, habe ich auch gelesen. Aber nicht zu viele. Nur ein Müll. Hier habe ich ein bisschen gekleckert, aber das ist ja nur für uns, ne? Ja, ist für uns. Was für uns. So, dann machen wir das mal hier. Ich möchte einmal erwähnen, ich habe noch nie Köttbullar selber gemacht. Das ist gelogen, hast du ja gerade gemacht. Ja, vorher nicht. Gerade mit dem Preiselbeeren, dieser sahnigen Soße und so, ist halt echt lecker. Stefan. Ja, ich bin gespannt. Du bist nicht gespannt, du bist da völlig geil drauf. Auch das, aber auch gespannt. Ja, ja, ist lecker, ist wirklich gut. Hm. Hm? Ja, klar. Bedankt. Ne? Aber nicht zu viel versprochen. Nee, das ist wirklich geil. Mmh. Sehr lecker.
Ach, diese fruchtige Komponente ist echt, passt mega dazu, ne? Richtig gut. Die verrückten Schweden. Absolut. Die können nicht nur mögen. Alter Schwede. Schöttbula, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.